Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Epoch. Wir stehen in den Eishöhlen. Ja, uns pfeift der Wind um die Waden, der eisige Wind. Und wir müssen mit den Nomaden reden, also die erstmal finden. Und gleichzeitig auch ein Heilmittel beschaffen, wo wir den ersten Teil schon in der letzten Folge ergattern konnten. Uns fehlen jetzt noch zwei weitere, und zwar Vengari-Galle aus der Vengari-Festung und Bitterflügelzahn aus den Eishöhlen, in denen wir uns ja jetzt hier gerade befinden. Ja, ich hoffe, dass wir das auch alles drei relativ schnell bekommen. Scheint wieder so ein verzweigtes Höhlensystem zu sein hier. Wo wir dann höchstwahrscheinlich auch nachher wieder zurücklatschen, um auch den Rest der Höhle aufzudecken, wie ich das ja immer so schön liebe. Oh, was bist du denn? Ein Reifriese. Und Höhlenbären haben wir hier auch mit am Start. Sehr verzweigte Höhle. So, hier haben wir jetzt wieder einen Magier in einem Runengefängnis. Alles klar. Experimentell, hier Boreaner Stiefel der Schildkröte. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, welche Affixe da jetzt die besonderen sind, ob man das irgendwie erkennt. Ein Hastschrein. Und wie man die gezielt von dem Gegenstand runterbekommt und in Splitter umwandeln kann. Oh, wir haben auch hier ein Portal. Sehr schön. Da ist er. Hier unten geht es jetzt raus in Richtung Eoboreanischer Wald. So. Oben links müsste jetzt das Heilmittel zu finden sein. Und zwar hier irgendwo. Okay, haben wir schon. Sehr schön, wir brauchen das Vieh einfach nur töten. War ja in der Tundra im letzten Gebiet genauso.
work to get that one. Bitterflügel des Ochsen. Die haben ja auch schon wieder eigenartige Namen. Armer Meister Petz. Ich finde sowas nochmal ein bisschen anstrengend, so eintönige Höhlen und dann wirklich jeden Gang zu erkunden, weil man ja diesen Kartenaufdeck-Tick hat, ne? Also ich kann ja gar nicht anders. Aber bei Titan Quest, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mich das im letzten Add-on extrem genervt. Weil man hat schon, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir denn bei Titan Quest, das waren über 100, ne? Weil ich ja alle Schwierigkeitsgrade vorher dreimal durchspielen musste, um überhaupt erst den letzten Akt spielen zu können. Und ja, ich weiß, jetzt werden wieder Stimmen laut, die sagen, nein, musst du nicht. Du kannst dir gleich einen Charakter auf diesem Schwierigkeitsgrad erstellen und dann sofort loslegen. Ich weiß. Aber ich hatte das Spiel mit einigen Erweiterungen noch nicht durch. Oder hatte ich das durch? Das ist ja auch wurscht. Jedenfalls wollte ich das Abenteuer komplett erleben. Mit allem, was dazugehört. Und Eternal Embers war das letzte, ne? Ja. Ja, da waren einige Gebiete. Erstmal waren die groß. Und dann waren die auch so langweilig, ne? Das, ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann warst du schon froh, dass du dann ja so halbwegs da durch warst. Ja, und dann hast du da schon wieder einen Gang gefunden, den du noch nicht aufgedeckt hast. Und, oh, nee. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Ursprungs-Titan Quest und das erste Add-on, das hat mir noch sehr gut gefallen. Alles, was danach kam, ja, weiß ich nicht. Hätte man auch lassen können, bin ich der Meinung. Ich meine, Eternal Embers, qualitativ kannst du da wirklich nichts sagen. Es waren teilweise recht schöne Gegenden, ja. Und auch neue Bosse halt. Ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht. So, ich fand an die Qualität des Originalspiels, beziehungsweise das Feeling des Originalspiels, ist bei mir da nicht nochmal aufgekommen. Ich weiß noch, wie ich das mit meinem Kumpel damals, als das rauskam, wie oft wir das gedaddelt haben. Wie oft wir bei Typhon waren. Und ich muss auch zugeben, ich fand den damals nicht so schwer, wie jetzt, als wir das Let's Play-Projekt nochmal angegangen sind. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Titan Quest 2. Das ist ja nun schon für, wenn alles gut geht, Ende diesen Jahres, Anfang 2025 angekündigt worden.
Und ich habe mir mal so ein bisschen Gameplay-Material angeschaut. Da gibt es ja aktuell noch nicht so viel zu sehen. Ja, aber was ich da gesehen habe, war schon. Das sieht geil aus, wirklich. Also. Der heoboreanische Wald. Und ich meine jetzt nicht nur grafiktechnisch, sondern auch spielerisch. Ja, also. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich wiederhole das aber auch immer wieder gerne. Diablo 4 war ja für mich wirklich eine Vollkatastrophe. Wohingegen ich aber auch einer der wenigen bin, die Diablo 3 damals auch schon zum Release wirklich geliebt haben, ja. Ich fand das Spiel genial. Ich meine, Diablo 2 ist natürlich auch richtig, richtig krass gut. Diablo 1 muss man mögen. Ist sehr speziell, weil es eben keine Oberwelt gibt. Und es sich da im Grunde nur darum dreht, immer tiefer in die Dungeons runter zu gehen, um dann letzten Endes. Ja, oh, jetzt gehen wir wieder zurück nach Heoborea. Ja, es dreht sich ja dann letzten Endes nur alles darum, den König der Unterwelt zu töten. Aber trotzdem macht Diablo 1 auch Spaß. Ja, und ich habe auch das typische. Ja, also es geht halt alles wieder um das Feeling, um das Spielfeeling. Was ich bei Titan Quest eben schon erwähnt habe, ne? Das typische Diablo-Feeling kam bei mir bei Diablo 4 einfach nicht auf. Also ich kam mir vor wie in einem schlechten MMO, wo ich ständig nur am Hin- und Herrennen bin. Ein Dungeon sieht aus wie der andere. Da hatte ich auch gar keinen Bock mehr nachher irgendwas abseits der Hauptstory zu machen. Ich war wirklich froh, dass ich die Main Story dann irgendwann durch hatte. Ja. Ich. Und die Seasons. Manch einer mag ja sagen, es gibt ja jetzt schon Updates und neue Season und ja, interessiert mich nicht. Also, Seasons sind für mich kein Grund, ein Spiel zu spielen. Wenn das Hauptspiel schon ein Griff ins Klo war, dann spiele ich das nicht nochmal. Also ich bereue das wirklich, dass ich mir Diablo 4 gekauft habe, aber ich bin froh. Ich wollte damals noch die ultimative Edition. Jedenfalls die teuerste. Gerade auch wegen den Items, die man dazu bekommen hätte. Die Vorbesteller-Boni und hast du nicht gesehen. Wollte ich mir eigentlich kaufen, bin ich aber froh, dass ich das letzten Endes nicht gemacht habe. Die Beta? Ah ja, okay. Ich habe ja vorher die Beta angespielt. Habe ich auch auf meinem Kanal veröffentlicht. Ja, da gibt es ja einmal die Playlist mit dem Beta-Gameplay. Ich glaube, 5 Folgen waren das. Die war noch irgendwo anders. Also, da hatte ich auch noch Hoffnung. Ach, jetzt habe ich die Stiefel verkauft. Ist ja auch egal. Na, jedenfalls bin ich bei Titan Quest schon sehr gespannt auf das fertige Spiel. So. Mehr haben wir jetzt hier noch nicht erkundet. Von hier sind wir gekommen, da geht's nach Heoborea.
Also ich finde ja, wenn man hier schon so einen tollen Ausblick einbaut, dann sollte man den Wald hier nicht einfach so aufhören lassen. Wir müssen mal gucken, wie lange wir noch mit Last Epoch beschäftigt sind. Ich habe nämlich schon überlegt. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich hiermit durch bin. Zum einen komme ich gerade, Skyrim, genau. Skyrim auszudehnen, dass ich die Slots von Last Epoch mit Skyrim fülle. Oder aber, ach nee, ich will nicht ins normalen Lager, das war ein Fehlklick. Finde die Nomaden, rette die überlebenden Nomaden vor den Vengari. Das machen wir noch, aber ich will das Gebiet hier erstmal weiterkunden. Oder, wir zocken Diablo 2 oder 3. Ich habe 1 und 2 noch auf Disk-Version, aber ich weiß nicht, ob ich die zum Laufen bekomme. 2 bestimmt. 3, 1 könnte schwierig werden. Es gibt allerdings beide Versionen, also zumindest 1 gibt es bei GOG. Ob man da 2 auch bekommt, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die 1 war ja sowieso nur auf Englisch. Aber da wäre das Hellfire-Add-on halt auch gleich noch mit dabei. Was ja eigentlich gar kein offizielles Add-on war, ne? Das ist ja auch noch interessant. Und ich staune, dass das damals so problemlos veröffentlicht wurde. Mein Blizzard war zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so eine riesengroße Firma, wie sie heute ist. Alles klar, wir sind... es ist blöd, dass man das hier immer so schlecht sieht, ne? So, wir können jetzt nur noch zum Nomadenlager. Aber dass sie da halt keine rechtlichen Schritte irgendwie unternommen haben. Besiege den Anführer des Vengari-Überfalltrupps. Okay. Ach, hier ist er. Ja, wenn es weiter nichts ist, der liegt. Leute, ihr könnt rauskommen. Der hat sogar einen schönen Ring fallen lassen. Mein Gott, bück dich und sammelt das einfach mal auf. So, ich habe einen Götze. Klänkler, Prachtschattengötze des Tanzes. Und hier ist der Ring, der hohle Finger. Man steckt sich den quasi über seinen eigenen Finger, ja? 69% Chance auf Unterkühlen bei Treffer, 13% Nahkampf, nekrotisch Schaden, 13% kalter Widerstand, plus 1 maximale Skelette. Spröde Haut ist alles, was noch übrig ist. 3167. Ich glaube nicht, dass wir damit mehr Damage machen. Nö. Aber das Ding ist auch eher für Nekromanten, würde ich sagen, ne? Als ob einer nicht genug ist. Mein Gott. So. Dornenschleuderer. Plus 4 Trankslots wäre einer mehr.
Plus 1 bis physisch Fertigkeiten. Sehr schöne Beschreibung übrigens wieder, ne? Plus 40% Chance auf Blutung bei Treffer. 6% erhöhtes Bewegungstempo. 6% erhöht Wurf. Angriffsgeschwindigkeit 47 auf Angreifer reflektierter Schaden. Nachdem er mit den Nagasa Frieden geschlossen hatte, gierte Fürst Berand von Skalnir danach, seine Spuren in den Geschichtsbüchern zu hinterlassen und suchte sich daher einen einfacher zu besiegenden Feind aus. Die grüne Insel war klein und seine Speer garantierten ihm, dass die Druiden, die dort lebten, keine Waffen hätten. Doch als seine Soldaten von der geheiligten Insel zurückkehrten, hatten sie nur ihre von Dornen aufgespießten Gefallenen und Schaudergeschichten von gewaltigen Wurzeln, die ihre Schiffe in die Tiefe gezogen, vorzuweisen. So, 3236 gegen 3343. Wir verlieren aber natürlich die 200 Rüstung. Wir haben jetzt eine Rüstung von 243 mit dem Teil von 712. Das ist schon ein massiver Unterschied. Da würde ich auch tatsächlich wirklich auf den höheren Damage verzichten, ja. Ich meine, es sind knapp 200 mehr Schaden, die wir machen. Aber trotzdem, das ist es mir nicht wert. Ups. Ein Hastschrein, okay. Okay, da geht's zur Vengari-Festung, alles klar. Ich hatte doch hier schon alle besiegt, oder nicht? Gods. Herod sei Dank, bist du gekommen. Diese Vengari wollten uns allesamt vernichten und haben so viele Gefangene gemacht, wie sie nur konnten. Die, gegen die du gerade gekämpft hast, wurden geschickt, um uns abzuschlachten. Was hat dich zu uns geführt? Julia hat mich gesandt. Ich verstehe. Dafür kann es nur einen Grund gehen. Im Himmel habe ich bereits die Flammen des Krieges gesehen. Um in den Tempel zu kommen, musst du das gesegnete Horn haben. Bei ihrem Überfall haben die verdammten Vengari es aber bedauerlicherweise gestohlen. Die Festung liegt unweit von hier im Westen. Dann werde ich gen Westen aufbrechen. Alles klar. Hältst du noch durch? Rettung kommt. Hoffe ich. Kann ich nicht versprechen. So. Müssen auch schon wieder ins Lager zurück. Die Vengari-Festung. Wir haben auch den nächsten Portalpunkt erspielt. Sehr schön. So. Ich nehme mein Portal. Sagst du jetzt was? Nö. Okay. Hm? Ich möchte einkaufen, bitte. So. Götzen, ja, da waren wir gerade richtig, genau. Dann haben wir Schmuck. Einmal den hübschen Finger hier. Und Rüstung, den Gürtel. Zack.
Es füllt sich doch langsam. So, ja, wir sind in der Vengari-Festung angekommen. Die machen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.